Name ist Andreas Müller, ich bin Geschäftsführer der Alois Müller GmbH. Die Alois Müller GmbH ist ein mittelständisches Handwerksunternehmen im Bereich Energie- und Anlagenbau. Wir haben hier in unserem Standort in Ungerhausen eine Modellfabrik aufgebaut unter dem maximalen Einsatz von regenerativen Energien. Wir haben auf dem Dach eine 350 kW Photovoltaikanlage und Ziel ist es, unter optimalen Messbedingungen alle Verbraucher, also das heißt, alle Verbraucher werden von uns erfasst, alle Maschinen, Beleuchtung, Gebäudetechnik, letztendlich durch die Photovoltaikanlage erzeugte Energie letztendlich bestmöglich zu nutzen. Als Speichermedien dienen bei uns Stickstoffspeicher für die Laseranlagen, wir speichern Druckluft, wir speichern Wärme und Kälte und wir sind gerade dabei, einen Stromspeicher auszulegen, dass wir ca. 90% unseres Energiebedarfs durch die Photovoltaikanlage letztendlich abdecken können. Unterstützt wird die Photovoltaikanlage letztendlich mit einer Wärmepumpenanlage. Die Wärmepumpenanlage ist in Verbindung mit einer Brunnenanlage. Die Brunnenanlage dient letztendlich als Energiequelle sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen. Wir wollen hier die nächsten 20, 30 Jahre für unsere Unternehmensgruppe Produkte bauen. Und da war natürlich die Standortwahl und die Art der Produktionsausrichtung für uns maßgebend. Im besten Fall kommen unsere Produkte hier aus dem Wirtschaftsraum und werden nicht wie letztendlich marktüblich 500, 600, 800 Kilometer nach Deutschland transportiert, sondern wir wollen hier regional und regenerativ fertigen. Und da sehen wir letztendlich auch die Zukunft im Anlagenbau.